Simon, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier am Ende des Videos, wir sind beim letzten Döner. Krankenadresse. Da erwartet euch eine Geschichte eines Döners, ich sag's euch, also von mir formuliert. Euch erwartet sehr viel Geiles. Anders, es ist anders hier in der Türkei, wirklich. Und das müsst ihr sehen. Ganz kranke Endgegner-Scheiße hier. Und ein Ayran, der mein Leben verändert. Lasst mir den Daumen oben grün, Leute. Auslandsmission, mehr davon. Ganze Welt erkunden. Und jetzt geht's los. Viel Spaß im Video. Also Leute, jetzt bin ich wieder der Holle, der noch nicht weiß, was passiert. Die Ansage habt ihr, denke ich, alles gehört. Wir sind jetzt Wir gehen jetzt zum dicksten Döner überhaupt. Ich werde auch mein internationales Döner-Ranking werde ich hier ausbauen, die Vergleiche anstellen zwischen Dönern in Deutschland, zwischen Fairhat und werde schauen, ob die Türken wirklich jetzt einfach mal krasser sind und das alles in den Sand, in den Schatten stellen. Und viel Spaß beim ersten dicksten Döner, dem Riesenspieß aus Istanbul. Istanbul, wirklich Spaß, Leute. Ich habe gestern die heftigste Foto aufgenommen. Voll Probleme mit dem Transfer hier gehabt. Ich weiß nicht, welches Video jetzt Mann, was ist denn los in meiner Sprache? Ich weiß nicht, welches Video ihr als erstes seht. Aber eins steht fest. Wir machen eine saftige Döner-Tour. Die berühmtesten, die dicksten, die besten Döner hier aus Istanbul. Im anderen Video, was noch kommt, wenn es da ist, verlinke ich. Sonst kommt es noch. Da sind auch Döner drin. Sag ich mal, wo andere YouTuber eine Tour gemacht haben und gesagt haben, Döner-Tour. Waren für mich keine Döner, habe ich in eine Foodtour reingenommen. Heute gibt es wirklich Döner. Thank you. Very delicious. Fleisch einfach anders. Ganz dick geschnitten. Richtig angekohlt teilweise, aber geil. Glaub mir, geil. Du nimmst es im Mund, setzt das nur an. Du hast es noch gar nicht im Mund. Mit dem Geruch, der in deinen Mund kommt und so weiter. Hast so einen leichten Lammtouch. Man muss Lamm mögen. Also ich sag es euch, ich bin maximal jetzt schon geflasht. Gucken wir uns den Döner an. Tomate, diese Gurke, Chili da drin, oh, dieses angerüstete Fleisch, das ist krank. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Das Brot, wenn ich richtig liege, das sieht so aus, als wenn das richtig geil das Fett aufnimmt und das zu einer Symbiose mal wieder wird. Zu einer Vereinigung, der Brot-Fleisch-Vereinigung, EU-S. Ich hab richtig gedacht, das weicht richtig schön auf, dass es von innen so richtig matschig, weich wird. Jetzt wird das Lamm auch mal intensiver. Man muss Lamm mögen, sonst geht nichts hier hin. Ich habe hier halt noch die Tomate richtig schön aufgeweicht. Vielleicht wird das Brot noch weicher von innen. Also zu dem Döner, Leute. Es ist ein Weltklasse-Döner. Weltklasse. Röstung, dieses Brot, bam. Das Gemüse drin, dieses Aufweichen. Oh, scheiße, ich muss mal was überlegen. Für mich war einfach die Intensität vom Lamm ein klein wenig zu doll an ein paar Stellen. Aber da ist einfach nur Geschmack, Leute. Der eine mag das doller, der eine weniger doll. Und für mich gibt es deshalb 9,1 Punkte. Genau, und jetzt geht's zum nächsten Döner. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke jetzt auch mal ein bisschen random. Vielleicht finden wir irgendeinen Döner noch so einen Rohdiamant oder irgendwas, was es noch gar nicht auf der Karte gibt in YouTube Deutschland. Aber es gibt noch einen Big Player. Den werden wir auf jeden Fall auch noch testen in diesem Video. Da ist auch ein kranker Spieß, Mann. Ich sehe es direkt, Mann. Ich hau mir den einfach mal rein, glaube ich. Guck mal hier, Leute. Very beautiful. Meat, very beautiful. Da seht ihr auch noch, wie frisch das ist. Da läuft der Fleischsaft runter. Guckt es euch einfach an. Das ist ganz frisch, nicht gefroren, gar nichts. Hier ist der Döner. Lamm wieder in der Luft. Gefällt mir, wohlgemerkt, gefällt mir. Ganz anderes Brot, ganz anderes Feeling. Weich, schönes Salz. Kommt an deinen Mund, schön präsent, aber jetzt nicht so durchdringend. Perfekt. Das
schön die Chili. Wisst ihr, für mich der Döner eben, diese Röstung vom Fleisch war alles. Dieses Brot, dieses Matschige, der hat alles. Der hätte einen riesen Fehler haben können, der Döner. Dieser verbrannte Geschmack daran, der war so durchdringend, so geil, der hat alles gut gemacht. Das ist wie eine Freundin, die euch betrügt, aber sie schenkt euch 10 Millionen. Ihr bleibt trotzdem zusammen. Nein, das war ein scheiß Beispiel. Egal. Der ist viel sanfter, lebt auch mehr durch das Gemüse, noch knackiges Gemüse drauf, Zwiebel. Und da wird mir das Lamm zu intensiv, tragbar noch, aber wenn es perfekt sein sollte, wäre es weniger. Also für mich zur Bewertung 8 von 10 Punkten für mich. Ich habe ja eine Foodtour auch gemacht mit auch geilen Spießen, da war das Lamm überall lustigerweise nicht so präsent. Hier ist mir das Lamm ein bisschen zu doll. Bei dem hier war es noch doller, deshalb 8 von 10 Punkten, trotzdem Top-Döner, top. Aber Lamm ist zu stark. Das Taxi kommt jetzt und dann geht's zum nächsten Döner. Mal gucken, was noch kommt. So, mal eine Anmerkung zwischendrin. Man muss ja einfach sagen, die Kulturen sind anders, die sind das hier mit dem Lamm sehr gewohnt. Wenn man jetzt zum Beispiel den Pferd anguckt, der hat auch Lamm drin, aber der weiß es so, dem europäischen Gaumen anzupassen. Ich fand's mega lecker. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist nur eine Begründung dafür, dass die nicht noch höher ranken, aber allgemein sind die Döner im Vergleich zu Deutschland, außer jetzt bei mir Top 5 oder so, aber guck mal, ich habe 2 Döner getestet, klar stärker als in Deutschland bisher. Also Deutschland ist einfach überwiegend nur Müll. So, wir sind auf der Fährte, Leute. Wir sind gleich am Start. Was ich krass finde, selbst der kleine Döner hier, sieht man. Sieht ihr die rosa Farbe von innen? Nichts Gefrorenes. Man müsste hier so viel probieren, da der nächste Spiel ist genau das gleiche. Man müsste hier wochenlang, monatelang, jahrelang snacken. Ihr könnt überall einen Rohdiamant schummern, der einfach den Spieß hat, wisst ihr? Scheiße. Da ist er, Leute. Wenn ihr ein Video guckt von den besten Dönern in Istanbul, ist an jedem drin. Riesenschlange, also die dickste Schlange von allen bisher, die wir getestet haben, da ist er. Die Legende von Sain Usta. So, stellen wir uns an, wisst ihr, dass das mich richtig in der Seele schmerzt, vor die ganzen Döner zu sehen, nicht testen zu können, weil ich ja auch nicht zeitnah, oder doch, ich will ja demnächst finden, aber es wird schon einen Moment dauern. Und das ist heftig, das schmerzt. Das bereitet mir einen Struggle gerade. Jetzt stellen wir uns an und snacken den Döner hier. Also unbedingt, Leute, knallt es in die Kommentare. Ich werde zeitnah hier wieder sein, 100 Pro. Wenn ihr eine Tour sehen wollt, einfach random durchballern wie eine Armee und alles mitnehmen an vielversprechenden Dönern, was geht. Ich habe da eben schon innerhalb von 10 Minuten 3 Stück gesehen. Natürlich kann ich 100 Döner essen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Generell lasst den Daumen oben knallen, Leute, für diese Auslandsmission. Viel Aufwand, viel Zeit, die da flöten geht. Ja, aber ich mache das gerne. Es bringt einfach maximal Spaß. Und lasst mich wissen, wenn es euch gefällt. Tastes good? Amazing. Okay. It's the best. The best? Okay. You are here from Istanbul? No, but my sister's living here. Ah, okay. Then have fun here. You too. Ayran and pita. And tomato onion. Tomato and onion. Onion, yes, please. Thank you. So sieht das Ganze aus, Leute. Soul für den Sound, das geht nicht anders. Ansteckmikro wäre geil, aber da wird man das Feeling auch hier nicht mitkriegen. Übrigens. Ayran noch dazu. Das ist gut, Leute. Ganz butterig. Also das Brot, alleine schon das, Weltklasse. Ich weiß nicht, ob sie es noch mit Butter einschmieren. Ich glaube, das ist die Krönung heute, Leute. Wenn du diesen ersten Bissen nimmst, diese Lieblichkeit durch dieses Brot und die Zwiebel, das ist so ein Fairhat-Feeling. Die normale Zwiebel wird auf einmal zum Meisterwerk. In Kombination mit den anderen Zutaten. Ja. Geh doch mal einmal raus, vielleicht ist es doch zu laut hier. Wahrscheinlich ist es noch beschissener hier. Für mich ist es das stärkste Ding hier.
kompromisslos die Eins für mich hier. Lamm genau wie ich mag, da aber ganz dezent. Perfekt im Hintergrund agieren. Krasse Rüstung. Unglaubliche, himmlische Rüstung. Das ist so eine Geschichte. Du kannst hier eine Geschichte schreiben mit diesem Ding. Die könnt ihr euch jetzt über 5 Seiten schreiben. So lange will keiner dranbleiben. Deshalb in kurz. Du beißt rein, dich überkommt dieses Liebliche durch die Butter. Dann hast du die Zwiebel gemischt mit dem Fleisch, mit allem zusammen, was die, alleine schon die Zwiebel und das Gemüse, das ist ja nur Tomate und Zwiebel drin. Ein Erlebnis macht. Wirklich, was eine Zwiebel einfach so nicht hat. Tomate gibt dir ein bisschen Saftigkeit, kranke Rüstung durchs Fleisch, Meisterwerk. Ein Geschmack, den ich nicht deuten konnte, ist auch immer schön. Was Geheimnisvolles, kriegt von mir 9,3. Krankes Ding, Leute, krank. Das ist er. Ich habe noch nie ein Ei ran bei so viel Durst, den ich gerade habe, weil ich so viel wenig getrunken habe. Der ist so erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Ei ran so erfrischend sein kann. Also wenn man so ein Ayran fruchtig sagen könnte, ohne dass da Frucht drin ist. Und trotzdem joghurtig. Bester Ayran meines Lebens, Real Talk. Hermann, Leute, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wirklich, knall den Daumen oben rein. Es soll immer mehr ins Ausland gehen. Nicht nur hier, auch unbekannte Orte, unbekannte Places. Ich muss erstmal so eine Hotspots abklappern. Ich will für euch die Welt erkunden. Und dafür brauche ich euren Daumen oben. Das Kommentar und das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.